Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 4 von Simotrans mit dem Comic-Pack dran. Ne? Wir haben letztes Mal hier Stadthagen und wie hieß die andere? Ich weiß es jetzt gar nicht. BASD ist natürlich falsch. Da haben wir schon immer falsch gemacht. Die beiden Kutschen laufen da. Postkutscher Mauch und Palenberg und Stadthagen fahren die hin und her. Das hat man ein bisschen beobachtet gesehen, aber wir sind letztes Mal in die Stadtliste gegangen und haben dann gesehen, dass wir in Öhr, was meines Erachtens hier irgendwo sein müsste. Ne, weiter Stadt. War Öhr hier? Ne, da war eine Kathedrale. Ja, das ist dann schwierig, wo Öhr ist, müssen wir dann rausfinden. Schauen wir mal, aber das Ganze machen wir nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo Öhr ist. Da unten war Hamburg, da war Weiterstadt. Hier unten ist Öhr. Öhr ist ein Sackbahnhof und das Feld ist besetzt und kann ich. Okay, das war ein Jingle, den ich vorher noch nicht kannte. Ja, wir haben gerade ein Loch irgendwo reingemacht. Das ist schlecht, aber naja, das Geld hatten wir gerade über, schätze ich mal. Wir waren hier und haben Öhr hier und nach Weiterstadt geht die Reise. Fahrplan, ist klar. Und Fahrzeugliste, nur eine Kutsche drauf. Das reicht uns aber nicht. Weil in Öhr warten noch reichlich Leute auf uns, oder? 22, das heißt, da muss definitiv noch mehr hin. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mindestens eine Kutsche da noch drauf. Wenn nicht sogar zwei, oder? So, mal gucken. Nein, BASD ist immer noch falsch. Wir haben immer noch das Bauwerkzeug dadurch ausgewählt. So, den Jingle, der ist mir neu. Den habe ich vorher noch nicht gehört. Wo war denn unser Schuppen? Ja. Nochmal Karte. Der Schuppen nicht hier. Bei Weiterschnäpfen. Wo haben wir denn unseren Schuppen hier gebaut? Oder was? Bei Mettmann ist unser Schuppen. Ah, da. Also Schuppen heißt Depot, ne? So, das bedeutet, wir brauchen hier definitiv eine weitere Kutsche. Und zwar nicht nur eine, sondern wir machen definitiv zwei dahin. Ne? Regionalbus Öhr nach Weiterstadt. Kopieren, starten. Ich mache mal ein bisschen schneller. Die fährt da geradeaus. Und jetzt würde ich sagen, starten wir die zweite mal. Dann sollte das bei Öhr schon mal werden, ne? So, was haben wir dann als nächstes? Nicht nach Name sortieren, sondern nach ne, Linienverwaltung ist auch schlecht. Hier wollten wir hin, ne? Haltestellenverwaltung war angesagt. Und nicht Bezeichnung, sondern wartend. Wartend. Was haben wir da oben? Achso, da müssen wir hier noch ändern. Weiterstadt warten auch so viele, okay. Davon wollen 10 nach Eislingen. Okay, das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier tatsächlich noch Eislingen weiter statt eine Kutsche drauf bauen. Fahrplan. Ist hier oben. Eislingen. Ach so, das ist gar nicht so leicht zu sehen, ne? Fällt mir gerade so ein. Dann müssen wir hier noch meinen. Und via Menge. Eislingen Rathaus über Neften Rathaus. Weiter Stadt. Okay. Eislingen. Mettmann? Ne, Eislingen. Über Neften nach Weiterstadt. Okay, so geht die Reise dann. Das heißt, wir müssen Eislingen und Neften und Weiterstadt ist dann hier oben, oder? Ne, wo ist Weiterstadt? Da ist Hamburg. Dann ist Weiterstadt da. Ja, okay. Das heißt, Neften wird das nächste sein. Okay, das war jetzt nicht so ganz so einfach. Kutsche ist schon da. Eislingen nach Neften. Ja, starten.
Nächste Kutsche. Neften. Das war doch hoffentlich die Personenkutsche, ja, ist er. Nächste ist dann Neften. Weiter Stadt. So, dann sollten die da auch ankommen. Start. Okay, dann fahren die da erstmal alle lang und hin und her. Nochmal Haltestellenliste. Öhr, Neften. Neften nach Öhr. Das haben wir erledigt schon. Das passt schon. Eislingen, Weiterstadt. Okay, das ist auch. Die beiden sind auch okay. Dann sollte das hier in Neften erstmal ruhig sein. Öhr haben wir. Neften, Weiterstadt. Dann nochmal gucken. Weiterstadt waren 10 Leute nach Eislingen. Mettmann, Hamburg. Ja, das wird sich noch aufbauen. Das werden wir noch sehen. Mettmann, Rathaus. Auch 27 nach Neften, Rathaus über Weiterstadt. Okay. Ja, Mettmann, Neften, ne, ist die Strecke, glaube. Die müssen wir dann auch noch machen. War doch so, ne? Ne, Eisling. Mettmann, Eisling. Dann muss da auch eine Kutsche drauf. Und Eisling Mettmann muss das sein. Da. Starten. Passt. Kutsche fährt auch. Wahrscheinlich immer hier dann auch noch die Leute stehen, ne? Eisling wollen 7 Leute hin nach Mettmann. Oh, ich glaube, wir werden hier schon viele Kutschen neu machen müssen. Das läuft schon, ne? Wie man sieht. Nee, ich wollte jetzt nicht da, sondern das. LKW. Busse. Passt. Und jetzt Regionalbus Jena Mettmann. Passt. Starten. Gut, das ist auch schon mal erledigt. Und wir stehen in Zittau, da stehen nur 3. Dann passt das ja schon mal. Wieso standen hier so viele? Naja, die wollen halt alle weiter, ne? 16 Passagiere, alles ist gut. So, hier haben wir natürlich einen großen Kreuzungspunkt in dem Sinne dann, oder? Ja, wir werden wahrscheinlich dann überlegen müssen, ob wir hier über die Linienverwaltung gehen, ne? Hier ist schon mal ein Tippfehler dran, da sehe ich da oben, den machen wir mal schnell weg. Lübecke, Attendorn. Da sind schon 3 drauf. Und so wie diese grünen Balken uns sagen, sind die auch alle voll, ne? Haltestellenliste 15 und 12. Wow. Hier stehen schon 15, ne? Attendorn, Eisling, Roßlau. Aber da sind ja 3 Kutschen drauf, oder wie war das gerade, ne? Davon ist eine natürlich eine Postkutsche. Das ist ein weiter Weg, ne? Den haben wir schon damals. Wir stehen denn hier in Attendorn. Attendorn, die wollen alle wegfahren, definitiv. Lübecke, Jena und Roßlau. Das bedeutet auf jeden Fall 2 Kutschen mehr auf dieser Linie. Funktioniert ja gar nicht anders. Wie ist denn der Weg nach Attendorn von hier? Von Lübecke. Nach Attendorn wollen 9. Also definitiv 2 Kutschen drauf. Ist die Frage, ob wir die wirklich von hier hinten losschicken wollen, ne? Das ist ja ewig hinten weit weg, oder? Auf der anderen Seite. Ja, nee. Das ist zu weit. Wir müssen hier oben irgendwo noch ein Depot bauen, glaube ich. Lübecke. Attendorn. Herr Wolf. Eigentlich müsste man hier eine Verbindung noch bauen, ne? Lass sie erstmal da starten. So. Zack. Zack. Attendorn. Lübecke.
und kopieren und starten. Also mal ein bisschen vorlaufen. Ja, ist jetzt natürlich da oben eine urslange Strecke auch. Und jetzt starten wir die zweite Geschichte. Passt. Haben wir erst, oder? Wie viel stehen denn jetzt hier in Roßlau? Nach Attendorn wollen 8. Ja, es sieht so aus, als ob das funktioniert, alles, was wir hier machen, ne? Mit den Postkutschen. Wie viel Geld haben wir denn? 4,7 Millionen. Ja, Geld ist schon mal da. Jetzt müsste man ja gleich schon mal überlegen, was man weiterbaut, ne? Wo kommt der erste Zug? Reliefkarte. Jetzt habe ich es verbaselt. Wo kommt der erste Zug hin? Das ist die Frage. Aber hier sehe ich jetzt eigentlich hier so lang, ne? Von Lübecke über Lübecke ist da oben nach Roßlau, von Roßlau nach Zittau. Über Jena. Nee, bringt ja nicht. Jena ist schon wieder Endbahnhof. Eigentlich musste hier in Mettmann bauen. Diese Kreuzung so machen. Weiter Stadt. Mettmann, Roßlau. Das sollte unser Ziel sein. Ja, ich denke mal, das machen wir so, dass wir hier dieses Kreuz bauen. Und hier ist der Umsteigebahnhof dann für alles. Wo geht's am besten? Wo macht es am meisten Sinn, ne? Eislingen. Ja, wir müssten hier durchfahren, ne? Können wir das alles schon bauen? Das ist die Frage. Zug. Gibt's alles? Gibt's im Depot denn schon Züge? Müsste es auch geben. Der Adler muss ja auf jeden Fall da sein. Gleise mit 120 km/h, ne? Wir bauen erstmal 50. Und wir bauen hier schön gerade lang, oder? Hier haben wir schon die Schwierigkeit mit der Straße. Hier schon die Schwierigkeit mit einer Brücke. Können wir noch keine Brücke oder wie sehe ich das? Ach so, nee. Signale, die sehen hier so anders aus, okay. Tunnel, Hochbahnbrücke. Ist das Einzige, was wir haben, oder wie? Aber Hochbahnbrücke ist doch verkehrt, oder? Ich glaube, es geht noch gar nicht, ne? Kann das sein? Da kann man doch keine Brücke bauen, das ist ganz schlecht. Eislingen hat hier hinten den Bahnhof am besten, glaube ich, oder? Sandbahnsteig, das ist doch erstmal das, was wir bauen. Wenn wir da lang fahren wollen. Ja, macht nur Sinn, ne? Oder hier lang, hier lang. Hier hoch und dann hier hinterher, oder was? Hier den Bahnhof. Nord-Süd-Richtung ist da auch doof. Ich würde ihn hier hinsetzen wollen, glaube.
und dann so rüberkommen. Was wollte der jetzt mir gerade sagen? Halte können nur. Ach so, wir haben noch kein Gleis gebaut. Dann können wir auch noch keinen Halt bauen, ne? Machen wir mal das so. Und dann Güterbahnhof. Hier ist nur Personenbahnhof. Wir wollten den erstmal. Wir machen erstmal einen Dreier, ne? Das soll reichen. Der ist jetzt zwar außerhalb, aber wir müssen dann hier die Stadtlinie machen. Bahnhof nach da. Bauen wir noch eine Straße dazu. Aber nee, wir müssen... Ja doch, bauen wir erstmal eine Straße dazu. Da ist Straße. Für die Kutschen sollte erstmal das reichen, oder? Und da muss eine Haltestelle hin. Die bauen wir schon mit Post und Dingens. Nee, der Weg ist doof gebaut, wie wir schon gerade sehen. Kann sie gleich abreißen. Weil da kommen wir ja ganz schlecht mit dem Zug hin, ne? Vorbei. So, jetzt passt's. Haltestelle kommt dahin, Bahnhof. Das ist schon mal gut. Dann arbeiten wir jetzt nochmal mit dem Zug. War der versteckt oder was? Und hier geht's nicht rüber, oder wie sehe ich das? Es gibt noch Bahnübergang. Hä? Hier hat's geklappt, aber da nicht. Super, oder? Das heißt, wir müssen da die Straße kaputt machen. Und umbauen auf Sandwege wahrscheinlich. Gibt's auch gar nicht, oder? So geht's. Und jetzt geht auch die Strecke darüber, wetten. So sieht's aus. So, das bedeutet, wir fahren hier lang, da runter. Da lang. Gehen hier runter. Und kommen da an. So, dann können wir da den Bahnhof bauen. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Ich weiß nicht, wie viel haben wir da unten gemacht? 4? Ich glaube ja, ne, oder? Ne, nur ein Dreier. Komm, dann machen wir da auch einen Vierer hin. 4 ist Mindestlänge. So, wo bauen wir einen Lokschuppen hin? Könnte man hier hinterbauen, ne? Und da ist das Depot. Gut, okay. Knapp daneben ist auch vorbei. So, Depot ist da. Zug gibt es hoffentlich schon. Ja, gibt eine Dampflok. Und Passagierzug dahinter. Postsack geht auch schon. Wir machen das so, glaube ich. Haltlänge ist 2. Fahrplan. Fahrplan zur Linie. So, hinzufügen. Da.
Und da. Linie, können hier weg. Regionalbahn. Ja, RB haben wir für Regionalbus, ne? Personenzug, PZ. Und das ist Eislingen. Oder was Esslingen? Ne, Eislingen. Mettmann. Und Enter. Hat er übernommen. Gut. Und hier hinten müssen wir jetzt noch aussuchen. Und können dann starten, oder? Oh, da ist aber viel Dampf im Schuppen, ne? Wow. Das ist ja der Hammer. Da wirst du auf jeden Fall sehen, wo der Zug ist, oder? Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Kutsche, die hier von Eislingen nach Mittland fährt, die darf da nicht mehr hinfahren. Die muss jetzt woanders lang fahren. Also, das ist unser Personenzug. Und unser Regionalbus Eislingen-Mettmann ist der Fahrplan. Die Linie ändern wir ganz einfach, oder? Das wird ein Stadtbus, oder? Stadtbus. Mettmann. Machen wir erstmal so, glaube ich. Und Mettmann bleibt, aber Eislingen kommt raus. Das erstmal hinzufügen, das ist richtig. Dann müssen wir hier auf Löschen gehen. Löschen geht da nicht. Ach so, dahinter. Eislingen gelöscht. Mettmann. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt ist der Zug schon weg. Da ist er. Den wollen wir nochmal beobachten. Keine Passagiere, kann 111 laden. Okay, dann wird es spannend schon, ne, in dieser Runde. Er sollte jetzt hier ja schon die ersten Fahrgäste mitnehmen können, oder? Wenn denn noch welche da sind. Weil wir haben jetzt wahrscheinlich das Schicksal gemacht, dass wir die Linie gelöscht haben. Diese hier, die Pferdekutschen weggemacht haben, während. Ne, die war schon da eigentlich, oder? Ne, die. Ja, aber es gab noch nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht lag es daran. Wir werden es aber gleich sehen, ob es klappt oder nicht klappt. Also er nimmt auf jeden Fall keinen mit, oder? Hamburg-Neften sind alle in die andere Richtung. Jetzt lass den mal schneller laufen. Ah, da war. Ach nee, das war jetzt nur. Nee, da war jetzt noch nichts. Zug kommt. Pferdekutsche bringt hoffentlich was. Bringt nix. Die Bimmel, die finde ich schon mal richtig cool. Jetzt interessiert es mich aber noch, ob dann irgendwann der Dingens angenommen wird. Wahrscheinlich haben wir die halbe Karte jetzt gelöscht. Ah, da, drei Passagiere drinne. Okay, dann würde ich sagen, läuft das doch, oder? Jetzt stehen da auch drei Passagiere. Achso, die müssen ja auch weggeholt werden. Zug hat keine Passagiere diesmal. Aber ich lasse trotzdem nochmal schnell laufen, ne? Ja, wir müssten hier jetzt natürlich mal gerade in diese Linie noch rein. Kriege ich jetzt den? Ja. Bedien die Linie, das brauchst du nicht mehr. Wir machen mal Neften, Eislingen Neften. Eine reicht hier definitiv, wenn nicht nur eine halbe reichen würde, ne? So, er fährt wieder leer da durch die Gegend. Leider keine Passagiere. Doch, da oben stehen sie jetzt. Wieder leer und jetzt kriegt er Dreier mit, ne?
Vielleicht war es doch zu früh. Er hat wieder keine drin. Da stehen jetzt aber Mettmann Rathaus über Mettmann Erlkönigweg. Okay, das passt. Hier sind auf jeden Fall schon mal diesmal 9 Gäste. Und hier sind jetzt die ersten, die nach Mettmann, nach Eislingen wollen mit dem Bahn. So, da sind die ersten 9 in dem Zug drin. 6 auf dem Rückweg. 3 wieder. Also auf jeden Fall fahren jetzt schon mal welche mit. Leider jetzt nicht. Und wieder 3. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Ich denke, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.